Hallo und willkommen, meine Transformers-Nerds da draußen an den Apparaten. Es wird Zeit, eine neue Podcast-Reihe zu eröffnen. Die anderen laufen natürlich weiter. Aber in dieser Podcast-Reihe möchte ich euch ein bisschen Hintergrundwissen zukommen lassen über die Filme, über die Comics zu den Filmen und in allererster Linie über die Charaktere, die es in den Comics gibt, aber nicht in den Filmen. Und ein Charakter, der es sowohl in den Comics als auch in die Filme geschafft haben, ist Jetfire. Seine Geschichte nehmen wir uns heute vor. Wir werden es ein bisschen splitten in verschiedenen Parts, da die Geschichte von Jetfire sehr, sehr lang ist. Aber sie verdient eigentlich schon fast selbst einen eigenen Film, denn sie ist sehr, sehr interessant. Ja, fangen wir an. In der Vergangenheit schuf der Allspark eine Rasse von mächtigen und transdimensionalen Wesen, die Primes. Sie waren die ersten Bewohner von Cybertron. Der Würfel gab diesen Wesen große Macht und die Fähigkeit, ihren Planeten umzuwandeln. So konnten sie natürlich auf ihm leben. Da die Energie des Planeten alsbald nachließ, blieb den ersten Wesen nichts anderes übrig, die Macht des Allsparks durch das Ernten von Sonnen wieder aufzufüllen. Trotz ihrer Suche und der Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen, konnten sie keine neuen Sterne finden, die den Energiebedarf von Cybertron deckten. Wieder einmal kam der Würfel zu ihrer Rettung und schuf eine Rasse von Arbeitern, die die Fähigkeit hatten, ihre Gestalt zu ändern. Die ersten Transformer. Jetfire gehörte zu den ersten dieser neuen Wesen. Er war ein Sucher mit der Fähigkeit, in der Weite des Weltraums nach neuen Sonnen zu suchen. Hatte er einen geeigneten Stern entdeckt, wurde ein Sun Harvester gebaut, um die Energie des Sterns zu ernten. Jetfire diente direkt unter dem Prime, der zu The Fallen werden würde. Er glaubte, dass er den Primes diene, doch er war nur eine Marionette von The Fallen. Im Laufe der Zeit wurde Jetfire zu einem seiner treuesten und fähigsten Sucher. Nach einer Weile eröffnete The Fallen Jetfire, dass die Primes nicht zum Wohle Cybertrons handelten. Jetfire hatte unwillkürlich ein bevölkertes Sternsystem unter den Einfluss von The Fallen geopfert und so begann Jetfire die Motive seines Meisters in Frage zu stellen. Dennoch arbeitete Jetfire trotz seiner Zweifel weiterhin mit The Fallen zusammen. The Fallen und seine kleine Armee von Constructicon-Drohnen hatten eine neue geheime Fraktion namens Decepticons gebildet. Diese hatte zum Ziel, die Macht der Primes zu untergraben. Jetfire folgte dieser Fraktion auf einen kleinen blauen Planeten namens Erde. Dort sollte ein neuer Sun Harvester gebaut werden, um die Sonne zu enden. Doch gerade zu dieser Zeit in der Geschichte entwickelte sich Leben auf diesem Planeten. Bald darauf kamen die Primes auf die Erde, um The Fallen abzuhalten, dessen Sonne zu zerstören. Jetfire erkannte zu spät, dass er auf der falschen Seite stand. Durch Teleportation wurde der Kampf im Weltall fortgeführt. Und Jetfire gelang es mit Hilfe der Primes, The Fallen zu schlagen. Schwer verletzt stürzte Jetfire auf die Erde und lag tausende Jahre in Stasis. Ja, meine Leute, das war der erste Part der Geschichte von Jetfire. Seid gespannt auf Part 2. Dort wird es richtig interessant. Und wir sehen den Zusammenhang zwischen dem Film und den Comics, der wirklich ein komplettes Bild des Movieverse ergibt. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.